Guten Mittag, da ist wieder die Ruth. Grüß dich, Ruth Paschlie-Foser. Alle, die mich kennen, wissen, ich bin Life- und Business-Coach und ein einziges Ziel ist es, mehr Lebensqualität. Ich möchte meine Reihe fortsetzen mit dem Thema Burnout-Prävention. Auch vielleicht ein bisschen andere Art und Weise. Ihr könnt es alles nachlesen. Es gibt tausend von Büchern darüber. Es gibt Ärzte, die sich da sehr gut auskennen. Das Blöde ist einfach nur, wenn du nichts tust, wenn du selber nichts tust. Tja. Und heute ist ja Montag und wisst, Montag ist für viele der Tag der Tage. Heute war einer für mich. Ich habe so einen Riesenteil, der nicht in die Spüle passt. Auf dem Boden schlittern lassen. Und ich und barfuß. Steinboden, kaputt. Wenn du jetzt ein bisschen mehr wissen willst, dann bleib dran. Ich habe ein paar Fragen für dich und vielleicht kannst du dich mal mit ganz dir auseinandersetzen. Im übertragenen Sinne barfuß. Was hast du am Wochenende wirklich gemacht? Warst du selbstbestimmt? Bist du fremdbestimmt? Vielleicht wie heute, wo du wieder auf der Arbeit bist? Oder hast du noch Urlaub? Tust du genau das, was du möchtest? Denn eins ist klar, das Wichtigste, das Allerwichtigste bist du. Und das haben wir mal gelernt. Ich voranstellen, das tut man nicht. Was tun wir dann anstelle dessen? Ziehen wir eine Show ab? Also ich kenne Klienten von mir, was die mir alles erzählen, was die Montag so von sich geben, was sie alles gemacht haben am Wochenende. Die einen müssen ausschlafen, weil sie die ganze Woche jeden Abend eins trinken gehen, dann sind sie müde. Die anderen lassen sich von Ort zu Ort schleifen, obwohl sie eigentlich nur ganz gemütlich was machen möchten oder eben halt einfach mal nur sein. Sich Zeit für sich nehmen, sich nicht ablenken lassen, nicht fremdgesteuert sein. Und was tun sie? Sie erzählen Geschichten oder sie macht sogar, fliegen mal kurz eben dahin oder dahin, gehen da essen, gehen da tanzen, da noch was unternehmen, überall was unternehmen. Wie sieht es dann bei dir aus? Bist du oder ziehst du Shows ab? Wenn ich jetzt dich frage, was wäre, wenn du wüsstest, dass du immer eine Wahl hast? Ja, wirklich, immer. Okay, ich höre. Ich höre, ja, aber. Mein Mann, meine Frau, meine Kinder, mein Job und. Du weißt, was aber in diesem Fall ausdrückt. Es ist nicht machbar. Du würdest zwar gerne, aber es ist nicht machbar. Was ganz genau ist dann nicht machbar? Wenn ich dir sage, dass du 90% aller Gedanken, die du hast, nicht deine sind, was würdest du dann sagen? Die spinnt? Kann ja sein. Überleg dir mal, wenn du so ganz tief in dich hineingehst, die Ansichten, die man dir gepredigt hat, das ist richtig, das ist falsch, das ist gut und das ist schlecht. Man tut das so, bei uns macht man das so. Wer sagt, dass das so ist? Du? Die anderen? Bist du wirklich du das? Stimmt das für dich? Setz dich einfach mal einen Moment hin und überlege dir ganz klar und überdenke nicht nur, schreib es vielleicht auf, ganz spontan. Welche Frage hast du dir noch nicht getraut zu stellen? Und wenn ich meine Klienten höre, wenn ich wahrscheinlich jetzt dich höre, dann sagst du, ich will nicht mehr so viel Fett auf den Rippen haben. Ich will nicht mehr rauchen. Ich habe Angst, meinen Partner zu verlieren.
Versuch aufzuschreiben deine Wünsche, wirklich deine Wünsche, ohne das Wort nicht. Ganz klar, was du möchtest. Du weißt, im Universum kann man alles bestellen. Aber auch dort versteht man das Wort nicht. Nicht. Sondern formuliere ganz klar und deutlich deinen Willen, was du willst. Und jetzt ist es vielleicht an der Zeit, dass du schreibst auf die Frage, die ich dir jetzt da ablese, damit ich sie ganz klar formuliere. Welche Frage hast du dir bisher nicht erlaubt zu stellen? Denn wenn du sie stellen würdest, würde es dir erlauben, das Leben zu kreieren, das du dir wünschst. Und mehr die ganze Woche, täglich ungefähr die gleiche Zeit. Burnout, Prävention. Fang damit an, deine Wünsche zu formulieren. Denk dran, Wort nicht. Tun wir nicht. Weiterhin einen schönen Montag und mach bitte nicht so viel Scherben wie ich heute Morgen. Und dann bis auf bald. Tschüss, das war die Ruth Aschilier-Foser. Von mir bekommst du, was du wirklich brauchst. Mehr Lebensqualität.